So, neuer Arbeitstag, neues Glück oder neuer Knasttag, aber wir sind ja jetzt nicht mehr arbeitslos und haben auch ein paar Aufträge. Ich glaube, einen Teddybär müssen wir besorgen, einen Keks und habe ich vergessen. Warte mal, steht das vielleicht hier drinne? Armbanduhr, genau. Jetzt ist noch die Frage, wo wir das herkriegen. Weil die Zeit, um das zu besorgen, haben wir jetzt nämlich eigentlich auch nicht mehr so. Was ist denn hier? Ah, jemanden verprügeln und ich werde großzügig entlohnt. Machen wir mal, kann sein. Was hat er? Ja, also irgendjemanden ablenken, damit er eine verpassen kann, einen Werte ablenken. Ich mache jetzt einfach mal, kann sein. Wir kümmern uns jetzt einfach erst einmal darum, A, unseren Job nachzugehen und B, diese drei Sachen zu besorgen, die wir auf jeden Fall machen sollen. Armbanduhr, Keks und irgendwas anderes. Jetzt habe ich oben wieder nicht aufgepasst, wer hier gefilzt wird. So, wir haben einen Job. Ah ne, ups. Wir müssen jetzt erst einmal zum Essen gehen. Zack. Zack. Ah, Junge, Alter, wenn du da sitzen willst, dann setz dich da hin. Arschloch. Livia hat sich mal wieder das Maul über mich zerrissen, verpasse ihm eine Abreibung und ich werde dich großzügig in Lohnauszahlung 15. Das hatten wir alle schon. Ich klicke die jetzt auch nicht mehr an. So, was ist, wenn ich jetzt einfach gehe? Upsi. So, jetzt mal raus. Ich habe kein Pfeil, wo ich hin soll. Zur Arbeit oder sowas? Nein. Und wir fangen an, indem wir erstmal die Schreibtische hier durchsuchen. Was haben wir hier? Naturschwamm. Brauchen wir nicht. Hoffentlich kommt keiner. Upsi, scheiße. Der kann anscheinend durch die Wände gucken. Seidenes Taschentuch, Stück Seife, auch nichts bei. Nächster Schreibtisch. Ja, sehe ich so schon. Haben wir alles. Das hier wird mich echt mal brennend interessieren. So, auch nichts bei. Gut, okay, Stück Seife nehmen wir. Haben wir noch eine Socke? Dann müssen wir uns nämlich den Kram mal anders besorgen. Toll, eine Socke haben wir auch nicht, aber wir haben einen Keks. Einen Keks wollte einer haben, eine Armbanduhr und einer... ein Teddybär. Gut, wer wollte denn den Keks? Den Keks wollte Simon oder Simon. Wer bist du? Shane, wer bist du? Simon, hey, warte! Ha! Du hast Simon einen Gefallen getan und 20 Dollar verdient. Das heißt, da oben 27 passt. Tagebuch passt auch. Armband und Teddybär. Armbanduhr und Teddybär. Okay, Shane, warte mal. Das machen wir jetzt einfach mal eigentlich anders, was nichts gebracht hat. Ich wollte ihn mal eine Runde verprügeln, aber ohne Waffe geht das nicht. Ha! So, ihr blöden Wichser. Jetzt machen wir es so. Okay, warten, warten, warten. Haut ab, haut ab. Er hat nichts. Gut. Nächster. Ja, ja, bin gleich soweit. Der hat nur Fächer und auch nichts dabei. Ich soll anscheinend wieder futtern. Aber so eng sehen die es nicht. Gesucht werde ich 6%. Trainieren will ich nicht. Ja, ja, bin gleich soweit. Sorry. Hm, ja, ich weiß. Arbeitspensum, Job, 13 Uhr. Wo muss ich hin? Da muss ich hin. Also,
Ich soll hier Metall rausnehmen? Oh Gott, warte mal. Ach, scheiße. 1, 5, 6. Und jetzt hier? Ne, 2. 2, 5, 6. Rübergehen? Gott, oh Gott. 2, 5, 6. Oh, das ist doch kacke, Alter. Kann ich das nicht mal umswitchen? Oh, nee. Warte mal. Kann ich... Ah, wegwerfen kann ich's. Eventuell. Bin gleich soweit. So. Jetzt sammeln wir es mal wieder ein. Und zwar... Irgendwie. Ach, rechte Maustaste. Okay, 1, 2, 3. Jetzt haben wir nämlich 4, 5, 6. Okay. 4, 5, 6. Das heißt 4, 5, oder 4, 6, 5. Gehen einmal darüber. Upsi. Und wieder 4, 5. Nein! Alter, was mache ich denn hier für einen Scheiß? 6. 4, 5, 6. 4, 5, 6. Ey, das ist ganz im Ernst, ey. Das ist mit dieser Steuerung nicht so der Hit. Man ist hier nämlich die ganze Zeit dabei, mit WASD erstmal da sich hinzubewegen. Und da muss man ja nachher auch noch anklicken auf der Zahlentastatur hier oder auf den Zahlen, was man gerade geprägt haben möchte. Und genau auch mit dem Weglegen, genau der gleiche Scheiß. Obwohl es geht. Na komm, das machen wir noch schnell. Bin gleich soweit. Arbeitspensum müsste ich voll haben, hoffe ich. Raus hier. Waffe habe ich ausgerüstet, sehr schön. Ich soll jetzt Sport machen, anscheinend. Ja. Alles gut. Ich komme ja schon. Ey, ohne Scheiß. Also man hat hier echt zu tun. Wenn du einen Job hast, dann auch noch irgendwelche Nebenbeiaufträge zu tun hast, dann auch das mit dem Essen, dann aufpassen, dass sie nicht irgendwie deine Zelle filzen. Also Tutorial hin oder her, ist ja alles echt nett gemeint, aber... Scheiße, jetzt ist der auch schon wieder aufgestanden. Gut, wir trainieren einfach einmal weiter. Noch einmal aufs Neue. Ja, auch wenn ihr mich sucht mit 34%, das ist mir jetzt Banane. Ich bin nur einen Raum weiter, das könnt ihr ja sehen. Kammwaffe. Mich würde mal interessieren, ob man auch irgendwo sehen kann, wie viel Schaden das macht. Oder ob es einen Unterschied macht, ob man jetzt hier mit so einer Seifensocke durch die Gegend läuft. Oder eben mit so einer Kammwaffe. Ja, geht mal alle. Ich bin immer ein bisschen langsamer. Na bitte. So, ich bin zu müde. Scheiß auf Duschen. Das Ganze wird nämlich gleich wahrscheinlich sowieso in dem Augenblick, wenn ich pennen gehe, wieder runtergehen. Ha. Hab ich nicht runtergekickt? Tja. Ey, super Zeitpunkt. Super Zeitpunkt. Geht alle weg, geht weg. Gut, wunderbar. Was hast du? Fast nix, eine DVD. Nehme ich einfach mal mit. Basta. Hat auch wieder einen Keks. Nehmen wir auch mit. Tschüss. Geh woanders hin. Es kann nicht sein. Ich halte nichts aus. Ja, Kammwaffe ist weg, logisch. Also, wir sind nicht stark genug für so einen ganzen Kram.
2, 7. Ich mache immer nur 1. Die machen 2, die machen 7. Und ich bin mehr auf der Krankenstation als sonst wo. Oder die, warte, was ist das denn hier? Gesundheit 7. Ich habe so gut wie keine Gesundheit. Na gut. So, was macht die Geschwindigkeitsanzeige? Geht so. Was bleibt mir anderes übrig, als irgendwie, ja, zu trainieren, ne? 6. Die geht sogar noch runter. Abendessen schmeckt hier wie Kotze. Erinnert vielleicht ein bisschen an Kaserne. Ja, obwohl, damals, da hatte ich eigentlich schon Glück mit. Also das, die Küche war gut. Ja, Leute, ist ja alles in Ordnung. Ich muss hier erstmal eine Runde trainieren und ich weiß nicht, warum meine Lebensenergie so scheiße weit unten ist. Vielleicht könnte ich ja mal Medizin nehmen. Probieren wir gleich mal aus. Nein. Oh, jetzt fange ich hier wieder bei Null an. Ich will nicht bei Null anfangen. Gut, sehr gut. Gehen wir uns einmal ein bisschen runter duschen. Ich weiß nicht, ob da oben noch ein Ausgang ist. Ich hoffe mal ja. Gesundheit immer noch 6. Ich esse mal einen Keks. Nee, esse ich gar nicht. Schmeiß ich hin anscheinend. So, 0. Jo, sorry Leute, ich weiß, ich muss in meine Zelle. Ich bin schon in... tot. Scheiße, Mann. Ah. Ups, wollte ich nicht. Ich wollte mal gucken. Medizin, ja, Medizin. Wie kann ich was benutzen? Kann ich mal... Nee, geht auch nicht. Ah, warte mal, es gibt hier doch... Moment, nehmen wir mal Q. Geht nicht. Nehmen wir mal E. Geht auch nicht. E, Q, geht auch nicht. E, Q, geht auch nicht, weil das sind ja die eigentlichen, ich benutze Sachen, Tasten. Okay. Wir gehen jetzt einfach mal eine Runde pennen. Geh schlafen. Och Mensch, Junge. Geh schlafen. Nein, ich will nichts in meinem Inventar. Na bitte. Speichern, pennen und einfach mal gucken. Da tut sich gar nichts. Gesundheit 6. Wie kriegt man die Gesundheit hoch? Ja, und nu? Habe ich es jetzt gegessen? Warte mal, nehmen wir einfach mal Seife. Ah, Seife geht nicht. Nehmen wir mal das hier. Das geht. Okay, einige Verbrauchsgegenstände kann man auf die Art und Weise nehmen. Oder essen, oder trinken, oder wie auch immer. Und einiges geht gar nicht. Also anklicken, auswählen und dann auf den eigenen Charakter klicken. War nochmal eine Idee. So, das sind immer die Gelegenheiten, wenn die jetzt alle gehen, einmal zu gucken. Glas nehmen wir. Mob nehmen wir auch, weiß ja nicht warum.
Was hat er hier? Nagelpflegeset. Nehmen wir auch mit. Ich suche mal den Teddybär. Intelligenz geht auch wieder runter. Ist ja der Hammer. Okay. Also man muss das wirklich anscheinend stetig machen, damit es einigermaßen oben bleibt. Ob es jetzt nicht viel bringt, weiß ich auch nicht. Eine Armbanduhr haben wir schon gesehen. Ich weiß nur nicht mehr wie. Oder wo genau. Ob das bei einem war, der irgendwie am Boden lag, oder ob das eine gewesen ist, die man hätte kaufen können. Geld ist auch runtergegangen. Na komm schon. So, Balken ist voll. Mittagessen. Natürlich. Ja, ich komme ja gleich. So, Schreibtisch ist nicht ganz voll. Mob, glaube ich, hat keiner ein Problem mit. Seife hat keiner ein Problem mit. Den Rest behalten wir einfach mal am Mann. Und an der Stelle. Ah, geil. Kann ich die Glotze anmachen? Ja. Alter, ich will den verprügeln. Geht nicht. Scheiße. Ah, ich dachte von wegen einmal den Gefängnis. Ja, Entschuldigung, ich weiß. Na, dann bin ich jetzt wenigstens ein kleines bisschen früher auf Arbeit. Wenn wir schon stinken, weil wir nicht geduscht haben. Okay, nochmal genau der gleiche Spaß. Einmal wegnehmen, einmal reinnehmen. Toll, jetzt haben wir nur zwei. Ich pack das mal dahin. Ja, ist gut. So, 1, 2, 3. Also, das wäre dann 4, 5 und 6. Ja, ist ja gut. So, 4, 5, 6. Rüber. 4, 5, 6. Wieder 4, 5, 6. Habe ich die 6 nicht angeklickt? Doch, 6 und los. Und wieder 4, 5, 6. Ich glaube, ich nehme 3, schmeiß das. Ich kann die Glasscheibe gar nicht wegschmeißen, ne? Fuck. Doch, so. Machen wir es so. Ups. Pause mal besser. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 2, 3, 4, 5, 6. Rüber. Also, zum Arbeiten gehen macht es am meisten Sinn, wirklich ein leeres Inventar zu haben. Bei der Wäsche war es so, hier ist es genauso. Und das Arbeitspensum unten, das wächst auch recht schnell. Na, 5, 6, rüber, 2, 3, 4, yeah, Arbeitspensum erreicht. Sehr schön. Nehmen wir alles wieder mit, gehen raus, Freizeit, oh oh. Anscheinend ein kleines bisschen zu früh. Haltet ihn auf, was haben wir jetzt gemacht? Eieieiei.
Ja, ich gehe an meinen Platz. Okay. Eins. Zwei. Drei. Vier. Nächster. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. 9, also immer Q und E im Wechsel hier drücken, recht schnell. 11, wenn dann richtig, ne? 12, wir wollen ja auch, dass was bringt hier. 13, 14, auf jeden Fall auf dem Balken. Ich glaube nämlich, dass man gar nicht so viel Wiederholung machen sollte, in echt und Wirklichkeit, aber was habe ich schon mit einer Pumperbude zu tun? Pumperbude kenne ich nur von außen und auch nur, wenn ich einen Parkplatz suche und da irgendwas frei ist. Aber jedem das Seine. Yeah! Nochmal? Nee, ich bin zu müde. Ein kleines bisschen duschen, sonst ärgern sich die anderen. Ach, guck mal an! Meine Lebensenergie ging hoch. Kam das jetzt hier durch das Krafttraining? Das wäre auch mal interessant. Ich finde das immer richtig geil eigentlich, wenn das so eine Spiele sind, wo man so ein bisschen selber drauf achten muss, von wegen wie was funktioniert, und es wird ja doch ein bisschen erklärt. Als, ja, es ergibt sich irgendwie von selbst. Okay, wartet, ich möchte auch noch was essen. Bitte, bitte, ich wollte auch noch was essen. Ich krieg nichts mehr zu essen. Scheiße. Apropos Essen, das ist auch das, was ich gleich erstmal tun werde. So, wir haben 10 live. Wir haben auch noch ein paar Aufträge. Tut, tut, tut. Hat's gemacht. Das bedeutet, dass mein WLAN-Headset hier langsam keinen Bock mehr auf den Akku hat. Da müsste mal ein Kabel ran. Ach, ist mir scheißegal. So. Rein da, 63%. Die wissen ja, wo ich bin. Ist auch nix. Da ist wieder eine Batterie im Schreibtisch. Warte, was war das? Ah ne, brauchen wir gar nicht gucken. Ist egal. Wir brauchen eine Armbanduhr und ein Teddy. Mich würde mal interessieren. Ja, toll. Findet man ein Teddy bei denen? Nein. Im Bett, das wäre es noch gewesen. 62%. Nee. Ich hätte mir vorstellen können, dass vielleicht auch ein Teddy irgendwie bei denen hier im Bett liegt, aber nee. Gut. Wenn wir uns nochmal prügeln sollten, machen wir uns noch mal so einen Kamm fertig. Das ging irgendwie so. Den rüsten wir mal aus. Kammwaffe. Und jetzt suchen wir uns mal einen, der so ein bisschen alleine rumsteht. Will ich haben. Will ich auch haben. Gut. Mir scheißegal. Okay. Floß Grundgerüst. Balsaholz mal 2 Seil. Erfordert 80 Intellekt. Haben wir gelernt. Ist jetzt weg. Und wir haben wieder eine Socke, womit wir uns so eine komische Sockenwaffe... Jetzt muss das hier oben mal... Sockenwaffe machen können. Abendappell, jawohl, bin da. Also einige Sachen gehen wohl doch nicht anders, als dass man dem einen oder anderen Zellenkameraden hier ein paar vors Fressbrett haut. Okay, Buster und Lee, bin ich nicht. Bla bla, bla bla bla. Kommen wir zu einem dringenden Thema, na was denn?
Kann sein, dass heute der Gefängnisdirektor besucht. Warum er nicht aufnehmen sollte, ist mir unbegreiflich. Also die... Alter, die lassen alle ihre Sachen da liegen. Das ist echt der Knaller. Na gut. Man kann nicht eigentlich... Piazza. Okay, also bei ihm auf jeden Fall jetzt die Sachen, das Klo runtergespült. Der hat jetzt keine Decke mehr. Tut mir auch ein bisschen leid. Nun gut, wir haben wieder ein bisschen was gelernt. Gehen wir mal schlafen. Und ich würde sagen, bis morgen.